Vielleicht sind die Tentakelwesen, die dort wohnen, gerade zum Bäcker. »21.913 Kilowattstunden, 21.914 Kilowattstunden, 21.915 Kilowattstunden.« »21.855!« »21.916 Kilowattstunden.« »12! 1.000.000! 335! 30! 21.300... verflixt! Verzählt!« »Der ist in diesem Kasten eingesperrt. Es wird viel zu viel Strom verbraucht, als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen.« »Tja.« »Nein, die verbraucht keinen Strom.« »Aha, Kritzeln.« Merkwürdig eigentlich. Habe ich das Perpetuum mobile erfunden, ohne es zu merken? Was? Merkwürdig, habe ich das... Ah, ja. Das klappt. Natürlich. Warte, ich notiere mir kurz den Zählerstand. Was ist jetzt? Oh, sagte ich, ich notiere mir den Zählerstand? Ich meinte natürlich, mach doch selbst. Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung. Nur eben mit Gehirn. Großartig. Wer ist da? Oha. Na warte, dich krieg ich. Oh nein, er kommt. Rein da. So, das kleine Fräulein ist auf der Flucht, was? Raus hier, oder ich mach dir Beine. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Sind wir hier in der Anstalt? Schönes Bild auf die gesamte Anstalt. Da haben wir die letzten Streams verbracht und haben versucht rauszukommen. Jetzt gehen wir gleich wieder rein. Die bemühen uns. Nur mal eben. Das Stuhlbein haben wir nicht mehr, aber. Die Furchen scheinen mir nicht tief genug. Oh oh. Hoffentlich hat das keine negativen Auswirkungen. Der Reifen hat den Gabeltest bestanden. Okay, wir brauchen wohl doch das Stuhlbein. Oder machen es so. Oh oh. Was? Ich mach mal ihn hier raus. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv. Nein, versuch. Netter Starrt mich das Auto etwa an? Kann nicht sein. Oh oh. Ich glaube, die einzige Sache, die wir hier machen können. Gute Gelegenheit, um den Luftdruck zu prüfen. Sehr gut. Luftdruck vorhanden. Ich hätte mir gehofft, einen Dead zu erzielen. Nein, versuch. Okay, dann halt die Schere. Schönes Geräusch. Oh, oh.
Wer war das? Jetzt können wir entweder hier wieder rein oder versuchen mal dort vorne. Lieber nicht. Da sitzt diese Wache am Empfang. Aha. Dann wollen wir die ablenken. Das ist doch die Wache, die wir gerade abgelenkt haben. Aber gut, wir können auch durch die Hintertür rein. Ja, dann ab zurück in die Anstalt, so wie es auch tut. Und hier haben wir den Koch. Er bietet uns gleich ein neues Rätsel. Taschenkoch. Jetzt auch mit Tragegriff. Taschenkoch. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Grrr macht er. Er sieht beschäftigt aus. Können wir vielleicht... Möchtest du ein Auto... Okay, ich habe dieses Rätsel jetzt. Und das werden wir heute nicht mehr lösen können. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Alle drin. Küche. Da wollten wir durch mal rein. Da waren wir noch nicht. Das würde dem Koch wohl auffallen. Okay, wir müssen also den Koch erstmal ablenken. Wir haben ja so ein Rätsel mit einem Speiseplan. Oha! Bewahren das jetzt nochmal. Peter, Roti, Moti, Adrian, Koch, Sonok, Bienenmann. Da gab es im Spiel irgendwelche Hinweise, das, da habe ich mir komplett, habe ich... Kriegen wir die her, die Hinweise. Das kann man halt jetzt verschieben und so. Dann. In der alten Version konnte man das irgendwo ablegen und dann neu sortieren. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Okay, können wir ihm vielleicht ein bisschen Senf in die Suppe mischen? Hui, das wird lecker. Garantiert. Hui, das wird lecker. Hier, ein bisschen Ketchup kann nie schaden. Grrr. Schon gut, dann halt nicht. Na, bekritzeln. Bekommen. Der Kugelschreiber schreibt nicht auf Frotte. Sonst hätte ich Harvey längst das Tattoo gemalt, das er sich so wünscht. Stimmt auch wieder. Ich habe nichts, was so nass wäre, dass ich es nicht auch an meinem Nachthemd abwischen könnte. Ich habe nichts. Ich kann nun... Ach bitte! Yuppie! Yuppie!
Randale. Ja, der müsste wirklich mal abgetrocknet werden. Boah, ist das wirklich alles meine Spucke? Tja, wir können wirklich noch nicht in den Trolley rein. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich dachte, die können wir vielleicht klauen und den Koks ablenken. Können wir ihm irgendwie eine Gabel geben oder so? Eine Harke? Dieser Topf wäre auch ein prima Laubcontainer. Aber besser ist er als Topf. Genug gekocht! Wir brauchen dich im Garten! Schon ich gut, hier wieder rum. Dann halt nicht. Verzeiht. Oh, ich habe eine Idee. Macht die Suppe bestimmt ganz, ganz viel lecker. Hui, das wird lecker. Bah, Fußnagel in der Suppe. Bah, gleich einen neuen geholt. So, wie, ja. Lenken wir den jetzt ab. Mit dem Essensplan, aber wie finden wir heraus, was die... Was der Essensplan ist. Die Messer geben war noch nicht die Option, oder? Wollen wir die Messer tauschen? Meines ist zwar nicht so groß, aber... Schon gut. Dann halt nicht. Tja... Polizei! Schon gut, dann halt nicht. Willst du mal mit ihm reden? Na gut. Was ist? Was sagt er? Er ist schlecht gelaunt. Weil seine Rolle nur Grolllaute von sich geben darf. Verständlich. Ja. Das ist natürlich schade. Ja, und nun? Ist alles offen, das haben wir jetzt aufgeschlossen. Oha. Hallo, Mann. Was tust du denn hier? Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ich denke... Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Als hätten wir das noch nicht ausprobiert. Aber die Luft hier in den Bergen ist so dünn, dass das Styropor zu wenig Auftrieb bekommt. Da musst du dir schon etwas weniger Naheliegendes einfallen lassen. Tja, vielleicht können wir... Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht... Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Das wäre ein prima Plan. Wenn Vishnu nicht so sauer auf mich wäre. Ich habe mir in der letzten Jupiter-Phase seinen MP3-Rekorder ausgeliehen. Und dann habe ich ihn beim Tofu entschuppen in der Dusche liegen lassen. Das Wasser hat Vishnus Lieblings-Duplo-Sammelbild vom Gehäuse abgelöst.
Heike aus dem schwedischen Olympiateam Damenvolleyball 88. Wer kennt das denn noch? Es tut mir leid, aber Vishnu wird den Teufel tun, uns unsichtbar zu machen. Die Idee kannst du getrost vergessen. Das war immer das Beste. Duplo-Sammelbildung. Genial. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Ah ja, okay. Wie wär's dann damit? Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt sich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Ich komme dann später wieder. Okay, den nehmen wir scheinbar mit. Wir müssen mal mit dem Schlüsselmeister. Wir müssen den Schlüsselmeister. Den Typen befreien. War das der Schlüsselmeister? Den einen Irren in der Zelle müssen wir befreien. Oha. Jetzt können wir uns auf den Thron setzen. Wir müssen ihm mal seine Zelle aufschließen und dann wird er uns helfen, hier rauszukommen. Ah, die sind alle beim Essen. Guck mich wieder an. Der Barmann wird nicht da sein. Nö. Wie sieht es mit den beiden hier aus? Das wäre aber... So kommst das? Ah, okay. Na dann. Fahren wir mal. Schade, der Wäschelift ist inaktiv. Was? Na gut, wir können ja... mit Generalschlüssel, wir können überall hin. Trotzdem schade. Die Türen sind ja offen. Da müssen wir mal ganz schnell einen Umweg machen zum... zu dem Typen zu kommen. Falls wir überhaupt noch hinkommen. Ja. Kommen wir da nicht nur über den Zissen? Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Mist. Aber wie kommen wir? Wir kommen in den zweiten Stock. Ah, doch. Ich hab eine Idee. Wir kommen ja hier rüber. Früher kamen wir nur über den Zissen Luft in den zweiten Stock. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Ich wundervoller Gesang. Ist er wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Okay, dann muss ich gleich mal eben den Chauffeur ablenken. Den wir hier mal
Oha. Jetzt ist endlich eine Delle. Wer war das? Sitz hier rein. Da mal hoch. Ah ja, jetzt kommen wir hier durch. Nö, hier nicht. Na, hier. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal erstmal. Hallo Prinzessin. Kommst du voran? Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Okay. Ich habe den Generalschlüssel. Hallo Prinzessin, kommst du vor? Und ob? Na dann, und wir... Okay, let's go. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Tja. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Das habe ich zum Glück. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Ey, beleidigt ihr uns hier? Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Hab ich. Ja, genau. Wählst die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Hurra. Schade, dass wir nicht in die Zelle rein können. Na, er steht noch hier. Warte, ich muss nochmal. Ich muss doch alles mit ihm kombinieren. Was hältst du von ihm, Harvey? Ich habe keine Angst vor ihm, wenn du das meinst. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Habe ich auch nicht. Er hat mir nichts getan. Noch nicht. Ich behalte den Schläger lieber griffbereit. Zugleich. Mal angenommen, ich gäbe dir meinen Kugelschreiber. Würdest du damit einem Wächter die Augäpfel zerstechen? In deiner Frage sind schon zwei Konjunktive, bevor ich überhaupt den Mund aufmache. Wie soll ich dir denn da eine verlässliche Antwort geben? Tja, hat er recht. Das klappt so nicht. Ich bin übrigens bei der Polizei. Mach also keine Dummheiten. Keine Sorge, Inspektor Frosty. Man kann mir vielleicht einiges vorwerfen. Dummheit gehört nicht dazu. Willst du etwas Senf? Nein. Ich ernähre mich nur von Nachtfaltern und Spinnentieren. Deswegen sieht auch so ein aus. Ein Witz, Edna. Lachen. Ach ja. Willst du etwas Ketchup? Nein. Ich ernähre mich nur von Nachtfaltern und Spinnentieren. Ein Witz, Edna. Lachen. Ein lustiger Witz. Ich habe hier ein Messer, aber ich gebe es dir lieber nicht. Du könntest... Au, Backe. Ich könnte was? Erst jetzt, wo ich mit dir spreche, merke ich, wie viele gefährliche Gegenstände ich mit mir rumschleppe. Die Frage ist nur die. Sagt es etwas über mich? Oder sagt es eher etwas über dich? Gute Frage. Ich habe hier eine Gabel, aber ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest damit die Luftröhre eines Wächters perforieren. Hör auf. Du bringst mich ja noch auf Ideen.